Hallo und willkommen zurück zu OMSI 2, der Omnibus-Simulator. Wir befinden uns immer noch auf dem Freeware-Add-on Neustädt Version 3 und fahren heute die Rücktour der Linie 5 hier vom Flugplatz in Hornhagen wieder zurück zum Wohnpark in Neumarschen. Und das Ganze machen wir mit einem MAN-Stadtbus aus dem gleichnamigen Payware-Add-on, in dem Falle mit einem A26. Das gute Stück ist 14,6 Meter lang, hat einen relativ gut ausgebauten Euro 2 PS starken Motor im Heck und daran angeschnallt ein Automatikschaltgetriebe von Void. So, und bevor wir uns in das gute Stück setzen, möchte ich euch doch noch etwas zeigen, nämlich hier auf dem Flugplatz ist nämlich auch was Schönes zu finden. Und zwar steht hier hinten, ein bisschen weiter weg, ein Hubschrauber, der, wenn wir jetzt mal noch ein Stückchen ranzoomen, ja, wie gesagt, die Rotoren laufen hat und möglicherweise kurz vorm Abheben ist oder auch nicht. Aber ich finde doch, das ist ein schönes Detail, was man gar nicht so mitkriegt. Man hört es nur und wundert sich, was ist denn das für ein Geräusch? So, jetzt habe ich gerade OMSI getriggert. Nee, alles gut, wir kommen wieder zurück zum Bus. Da sind wir wieder zurück zum Bus. Da drüben ist übrigens der Parkplatz für die Leute. So, also zurück zum Bus. Und dann würde ich mal sagen, mache ich mal da vorne auf, dass die Dame einsteigen kann. Hallo. Und dann haben wir immer noch viel Zeit, bis es losgeht, aber die werden wir gleich vordrehen. So, 8 Minuten sind noch. Dann würde ich mal sagen, bin mal ein bisschen und drehe nur 7 Minuten ran. Oh. Hallo, da kommt noch jemand. Und da hinten sehe ich auch noch jemanden laufen. Da warten wir auch noch, bis der diejenige da ist. Ne, die läuft nur vorbei. Schade, ich dachte, sie möchte mit. Gut, dann werden wir einfach mal kurz noch die Zeit abwarten. Wir schauen mal kurz in den Fahrgastraum. Ja, und halt genug Platz. Ich hoffe, es kommen noch einige Leute. So, dann wieder nach vorn und dann würde ich mal sagen, machen wir uns abfahrbereit und rollen gemütlich los. So, die erste Haltestelle werde ich mal händisch anstoßen. Nächste Haltestelle, Wanderweg zur Baustelle. So, da ist gerade frei geworden. Dann fahren wir auch schön gemütlich raus. So, sitzt da jemand im Häuschen? Nein, tut er nicht, aber wir müssen trotzdem hier durch. Dann mal kurz innehalten und dann gucken wir nach hinten. Nach hinten, hatte ich gesagt. Gut, da sehe ich nicht wirklich was. Dann müssen wir jetzt dem Spiegel vertrauen und da sieht es aber gut aus. Oh, da müssen wir uns aber jetzt wirklich beeilen. Da hinten kam jetzt was. Uiuiuiui, da hat uns hoffentlich gesehen und konnte bremsen. Da kam angeflogen. Nächste Haltestelle, Hornhagen, Bahnhof. Übergang zum Regionalverkehr der Deutschen Bahn. So, da wird es grün und dann müssen wir mal schauen, obwohl das sollte eigentlich passen hier.
Aber fahren Sie mal vernünftig Ups. Hier. Das hat nicht gepasst. Ich hab's gesehen. Sorry dafür. Das hat nicht gepasst. Da geht ja gut los, das Video. Nach 5 Minuten schon den ersten Unfall verursacht. Auweia. So. Danke, Omsi. Guten Tag. Ja, ein Einzelticket. Erwachsene bitte. 2,80 bitte. Ganz schön viel Kleingeld. Bitteschön. So, über den Bahnübergang fahren wir langsam hinweg. Nächste Haltestelle, Hornhagen, Kirchplatz. Guten Tag. Eine Einzelfahrt bitte. Auch für dich, 2,80 bitte. Schon viel Kleingeld. Bitteschön. So, einmal richtig reinfahren in den Kreisverkehr und dann rum. Ah, das war schon knapp da hinten. Das hat besser ausgesehen. Okay. So, dann sind wir hier durch, aber das war nicht der letzte Kreisverkehr. Nächste Haltestelle: Waldklinik für Nervenmedizin. Ach, guck an. Zeiten entnehmen Sie bitte den Aushängen. Da haben wir doch gleich die nächste Aufgabe, die wir besser meistern müssen als wie im vorgehenden Video. Aber ich glaube, wir fahren noch ein kleines Stück, bis wir da sind. Das war grün, nicht ganz so hastig bremsen.
So, jetzt könnten wir aber auch mal grün bekommen. Das wäre schön. Danke. So, jetzt müssen wir natürlich auf den da drüben aufpassen. Der biegt ab. Das ist schön. So, und jetzt biegen auch wir vernünftig ab. Können wir schön ausschwenken hier. Hier steht wieder der Trabi. Ja, wird Zeit, dass da mal Pannhilfe kommt und der abgeschleppt wird. So, jetzt müssen wir aufpassen, jetzt müssen wir nämlich vor Ort gewähren, dass von da, ja, man sieht wirklich nicht, aber da kommt nichts. Gut, da ist frei, sehr schön. So, jetzt dürfen wir zwar an den Bordstein ranfahren, aber nicht ganz so weit vor. So, ich bleib mal nach Möglichkeit schon hier stehen. Hallo, guten Tag. So. Und jetzt wäre es von Vorteil, wir fahren ein Stück nach drüben. Dass wir einfach bloß ein Stück weg sind von der Mauer hier. So, und jetzt muss man schauen, dass wir hier rumkommen. So. Und so. Und wieder ausschwenken. Und wieder rumziehen. Das wird... Nein, das passt. So, guckt an. Also es geht ja doch, ohne anzudotzen, man kommt rum. So, und jetzt geht's weiter Richtung Neustädt. Da ist frei. Und nach dem Roten haben wir dann auch genug Platz auszuschwenken, wo wir das eigentlich gar nicht wirklich so sehr bräuchten. So, und weiter. Nächste Haltestelle in Heide. So, dem Stoppschild werden wir Beachtung schenken hier. Da ist frei. Und da. Nach dem ist aber frei, wenn der abgebogen ist. Gut, dann fahren wir auch. Da wartet aber niemand auf uns, da können wir durch. Nächste Haltestelle, BAB Auffahrt Neustädt Süd.
Ich wollte es gerade sagen, die halt. Leute. Nee, da rennt mir jemand direkt vor der Nase über die Straße. Das ist nicht gut. So, und jetzt müssen wir die 50 einhalten, die hier kommen. Hier ist nämlich eine kleine Schikane eingebaut. Die wir etwas großzügiger durchfahren. Nächste Haltestelle, Tolbeker Gasse. So, jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Müssen wir hier abbiegen? Nee, geradeaus. Ich bin leicht irritiert, aber das muss ja nichts heißen. So, hallo Kollege. So, und da sind wir auch zurück in Neustädt. Da ist aber jemand, der mit uns mit möchte. Hallo. So, jetzt müssen wir vorsichtig rausfahren, weil das Haltestellenschild steht ja sehr markant an der Haltestelle. Gut. Aber es hat gepasst. Nächste Haltestelle, Ernst-Reuter-Straße. So, da müssen wir natürlich wieder ein wenig gucken, aber da ist frei. Nur weit vorfahren, dass wir hier schön rumkommen. Und dann kommt ja gleich die Baustelle, aber wir hätten ja rein theoretisch Vorfahrt. Rein theoretisch. Mal sehen, ob das die UMSI-KI auch so sieht. Ja, hier ist frei. So, dann müssen wir hier ein bisschen vernünftig fahren. Runterbremsen. Aussteigen möchte noch niemand. Möchte denn er noch mitfahren, wenn er so nach davon läuft? Nein, möchte er nicht. Dafür höre ich schon wieder eine Tatüte da. Ja. Nächste Haltestelle, Frankfurter Allee. Na, dann fahren wir doch rum, wenn Platz ist. Und wenn UMSI uns das dann lässt. Warum können wir nicht fahren? Jetzt? Keine Ahnung, was jetzt war. Er wollte jetzt gerade nicht. Da ist frei und da kommt auch nichts.
Dann fahren wir rum. Hat jemand geklingelt? Oh, du willst hier wirklich raus? Na dann, bitteschön. Dann, bitteschön. Zack und zack. So, wir müssen nicht in den Kreisverkehr, wir dürfen geradeaus durch. Wir dürfen aber dem Stoppschild hier vorne Beachtung schenken. So, schaffen wir das noch vor dem Fahrzeug da? Das sieht gut aus. Dann los. Und die nächste Haltestelle, bitte. Nächste Haltestelle, Wilhelmer Stieg. Ja, du kannst noch abbiegen. Ich habe noch genügend Zeit. Nächste Haltestelle, Christuskirche. Gottesdienstzeiten entnehmen Sie bitte den Aushängen. Da ist frei und die Haltestelle kommt direkt hier nach der Kreuzung. Hallo. 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 Nächste Haltestelle, Gemeindeplatz. Umstiegsmöglichkeiten zu den Linien 2, 4 und 5. Danke an Sie. So, bremsbereit sein. Genau aus dem Grund. Die beachten nicht, dass ich hier komme. Und der, nee, der auch nicht. Finde ich interessant. Okay, ne? Oh, hier sind mal direkt Leute, die mitwollen. Das freut mich. Langer Bus und kaum Fahrgäste drin. So, dann machen wir mal alle Türen auf. Ihr könnt bitte überall einsteigen. Hallo. Hallo. Ein Ticket bitte. Das sieht auch gut aus. 2,80 bitte. Bitte schön. Ich hätte gern eine Kurzstrecke. Eine Kurzstrecke. 1,90 bitte. Danke. Einmal Schüler bitte. Schüler sind 2,30.
bitte. Ein Kind, bitte. Und noch einmal 2,30, bitte. Das ist dann nicht die richtige, die hier. Bitteschön. Habe ich dann doch die falsche Karte erwischt. So, na das ist doch mal... Oh, da geht auf jeden Fall noch mehr. Und da macht Platz, das ist schön, danke. Nächste Haltestelle, Rathaus. Ach, der fährt da rein. Das ist gut. Ja, dann kann ich das nämlich auch tun. Muss bis hinten ein wenig aufpassen. Nee, bleibt da vorne, Leute. Ich komme vorgerollt. Ich muss bloß ein bisschen langsam fahren hier. Alles gut. So, dann bitteschön. Zack. Hi. Guten Tag. Hi. Na, das passt doch. Und Türen zu und weiter. Muss mal kurz gucken. Nee, nicht auf den Bordstein auf. Du bist frei. Das passt. Da ist direkt mal was los hier am Bus. Nächste Haltestelle. Bahnhof Neustadt. Übergang zum Regionalverkehr der Deutschen Bahn sowie zu weiteren Buslinien. Oh, wir dürfen einen Abbiegepfeil. Dann machen wir das doch, wie es drinnen steht. 3 Sekunden stehen. Und dann dürfen wir so jetzt mit bloß aufpassen beim Abbiegen, dass ich da hinten das Auto nicht erwische. In der Offline-Tour ist mir das nämlich passiert. Da habe ich einen Bulli erwischt. Aber das habe ich erst später im Video gesehen. So, Richtung Rathaus sind wir nicht. Wir sind Richtung Nordzweige. Das heißt, wir müssen bis vorrollen, bis zum Kollegen von der Linie 3. Der hoffentlich dann auch gleich wieder losfährt. So, bitteschön. Und ihr kommt bitte angelaufen, wenn ihr mit mir mitfahren möchtet. Hallo. Genau, guten Tag. Moin. Ich hätte gerne eine Fahrkarte. Dann hätte ich gern 2,80, bitte. Danke. Danke auch. Hallo. Hallo. So, Kollege, Linie 3, fährst du auch ab? Hm. Da gucken wir doch mal kurz. Fährt er auch los oder hat er hier... Ja, eigentlich müsstest du zum IKEA fahren. Wie sieht's denn hier aus? Fährst du weiter?
Okay, ich sehe schon, das wird nichts. Da müssen wir mal zu Trick 17 greifen. Also zurück zu unserem Bus und rein wieder. Handbremse. Aha. Hat mich mitbekommen. Sehr schön. Fährt weiter. Dann müssen wir Trick 17 lassen. Müssen wir Bus warten, bis er abgefahren ist hier. Haben natürlich dadurch jetzt eine Minute Verspätung erhalten. Sehr schön. Ach, da ist gleich noch ein Kollege. Linie 6. Nächste Haltestelle, Nordzweige. So, Kollege, fährst du ein Stück vor, dass wir zu zweit an der Haltestelle Platz hätten? Ach, passt doch. Perfekt. Guten Hallo. Tag. Einmal. 2,80 bitte. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Auch. Nächste Haltestelle, Moserweg. Danke an Sie. Oh, da kommen wir ein bisschen schlecht rangefahren. Hallo, Kollege.
Nächste Haltestelle, Leisinger Straße. So, jetzt haben wir diesmal rechter Hand den Betriebshof, aber da fahren wir jetzt noch nicht hin. Nachher, wenn ich fertig bin mit der Tour, fahre ich offline dahin und wechsle das Fahrzeug wieder. Nein. Wartest du? Ja, schön für dich. So, das heißt, ich muss jetzt wegen dir zurückfahren. Weil du nicht warten kannst. Dann mach das bitte. Und ich fahre jetzt. Ich hoffe, die haben noch lang genug Rot, dass ich über die Kreuzung bin. Nächste Haltestelle, Mendelscher Weg. So, jetzt wird es zum Schluss hin noch mal ein wenig eng, aber wir haben ja auch 30 Zäune. Das heißt, wir können das alles ein bisschen langsamer fahren. Weil hier kommen jetzt wieder diese, ich will es mal sagen, Schikanen, aber eigentlich ist das eine Art Verkehrsberuhigung hier. So, hier müssen wir ein bisschen aufpassen, aber das kriegen wir hin. Ich darf nicht so weit vorfahren, sonst komme ich nämlich aus der Haltestelle nicht wieder raus. So. Bitteschön. So, und jetzt müssen wir langsam einschlagen. Halt, hinten gucken. Das passt. Da passt es auch. So, und jetzt müssen wir gucken, dass wir hier ein bisschen über den Fußweg ausschwenken und dass wir da hinten den Poller nicht mitnehmen. Und dann müssen wir die andere Richtung schwenken, dass wir hier auf die Kurve kommen. Jawohl, genau so. Und dann kommt da hinten nochmal so eine Abbremsung. Ich weiß nicht, wie man es richtig bezeichnet. Nächste Haltestelle, Wohnpark Neumarschen. Diese Fahrt endet hier. Bitte alle aussteigen. Genau, und da haben wir dann auch das Ziel dieser Tour erreicht. So, Ausstieg ist hier hinten, aber ich möchte gern gerade ziehen. Deswegen stellen wir uns schön mittig hin. So, dann bitteschön. Und der Fahrplan sagt, 2 Minuten 14 sind wir zum Schluss hin zu spät. Na, wahrscheinlich, weil wir das am Bahnhof ein wenig uns breit gestanden haben. Aber egal, hat gepasst. So, dann machen wir das gute Stück noch aus und dann gehen wir auch raus und machen die Pfeile aus. So, die hintere Tür ist schon zu und die mittlere machen wir auch noch aus. Jo, das war jetzt die Rücktour der Linie. Wo haben wir denn die Sonne? Die Sonne ist da hinten. So, so schön. Ja, das war jetzt die Rücktour der Linie 5 vom Flugplatz in Hornhagen wieder hierher zum Wohnpark in Neumarschen und das Ganze mit einem knapp 15 Meter langen A26. Ich hoffe, es hat gefallen und ihr möchtet auch im nächsten Video wieder mit dabei sein. Und bis dahin sage ich erst einmal Tschüss.